Kapitel 68. Ein Riss in den Dimensionen. Für einen Moment entstand eine sehr unkomfortable Stille, als sich die beiden Trios nach dem Gemetzel gegenüberstanden. Jeder, abzüglich vielleicht Amagaga, wollte etwas sagen, aber niemand wusste was genau. Und trotz dieser Einstellung war es letztlich das Mastermind, das zuerst etwas verlauten ließ. Also, ich hab getan, was ich musste. Ich gehe. Dem Gedanken nicht abgeneigt, sagte Aurora gar nichts. Jedoch fand sich schnell Widerspruch in den Reihen der Plot-Elite. Jetzt auf einmal willst du dich verpissen. Ist das dein Ernst? Wir haben ja noch was zu tun. Ruckartig wandte sich das Fossil an Darkrai, wobei Aurora tatsächlich eine Art Furcht erblickte. Ähnlich wie damals, als er Kell herausgefordert hatte. Seid froh, dass ich bereit war, so viel zu tun, um Zeta zu versiegeln, aber mich kriegt ihr dort nie wieder hin. Ich mag Ehre sein, aber das ist selbst mir zu viel. Bevor noch jemand die Gelegenheit hatte, etwas zu erwidern, war er bereits verschwunden. Vermutlich wäre es Auroras letzte Begegnung mit ihrem früheren Freund. Und vermutlich war es auch gut so. Nun wandte sie sich selber an Darkrai. Du solltest nach Kiratown zurückkehren. Es sind von hier aus etwa 2 Stunden zu Fuß und ich bin mir sicher, Elementara würde sich sehr freuen, dich zu sehen. Zwar bemerkte die Plotkriegerin, dass der Name seiner Teamleiterin Darkrai überzeugte, doch trotzdem zögerte er. Ich kann nicht auch gehen wie Amagaga. Außerdem, wie lange waren wir denn weg? Etwa 3 Monate. Wieder schreckte der Schwarzmagier auf. Scheiße, wirklich? Dann muss ich dringend zurück, aber... Mashado blickte in den Sternenhimmel. Darkrai, geh nach Kiratown, komm aber wieder, sobald du kannst. Die 3 werden eine Pause brauchen. In der Zeit erkläre ich ihnen alles, gut? Ein kurzes Nicken folgte, bevor auch Darkrai sich aufmachte. Wieder kehrte Stille ein, als sich Mashado an seine Schwester wandte. Diese zögerte einen Moment, bevor sie die richtigen Worte fand. Es ist toll, dich wiederzusehen. Ich dachte, du wärst fort. Wir müssen Epsilon Tage Bescheid sagen. Nach diesen Worten fand auch Mashado Worte, die seine Gedanken ausdrücken konnten. Bitte was? Es waren keine eleganten Worte, aber sie taten ihren Job. Ihr müsst mir wirklich erklären, was ich alles verpasst habe. Und warum seid ihr nur zu dritt, Wurst? Offensichtlich sprach Auroras Blick bereits genug. Oh, es tut mir leid. Schnell fing sich Aurora wieder. Zwar vermisste sie ihren Partner immer noch und würde es wohl auch immer tun. Aber dass nun ihre Familie wieder vollständig war, brachte ihr auch wieder Freude. Es ist in Ordnung. Ich werde es dir später erklären, aber jetzt sag uns erst einmal, was genau passiert ist. Weshalb war Amagaga so panisch? Wieso hatte der Seelenvirus euch ergriffen? Kurz schien Mashado nachzudenken. Setzt euch, das könnte jetzt etwas dauern. Es begann alles an dem Tag, an dem du wohl noch den Autor trafst. Darkrai, Amagaga und ich hatten unsere Plotkraft gebündelt, um so den unbeweglichen Zeta in das Portal mit uns zu schließen, in eine verschlossene Dimension. Der Eingang verschloss sich und wir 4 fanden uns wieder, in einer ewigen Weite aus Sternen. Ein eigenartiger Ort und ein abgeschotteter. Wut entbrannt über unsere Taten, weigerte sich Zeta den Kampf aufzugeben. Aber gleichzeitig sah er auch keinen wahren Sinn mehr. Wir waren Feinde, aber keine Hindernisse. So kam es, dass wir alle eine Weile einfach in dieser Welt existierten. Sollte unser Trio Zeta über den Weg laufen, käme es immer zu einem Handgemenge, doch nie etwas Großes. Bis zu einem Tag. Wieder einmal waren wir alle in einem Kampf gegeneinander. Wie so oft, nach einer Weile beinahe eher als Sport, da es dort sonst nichts zu tun gab. Als seltsame Geräusche begannen die Weiten zu durchdringen. Aus der Ewigkeit, in welcher wir glaubten, alleine zu sein, entsprang ein Wesen. Wir waren nicht alleine, so sehr wir es auch sein wollten, denn was auch immer das war. Eine Anomalie, eine Bestie. Worte können diese Fehlgestalt des Terrors nicht beschreiben. Was auch immer es war, es schien zu einem Teil aus dem Seelenvirus zu bestehen.
Er setzte ihn frei, um uns alle zu kontrollieren. Jedoch schien es damals noch keinen Nutzen für uns zu haben. Also verschwand es wieder in der Ewigkeit und hinterließ uns vier mit dem Seelenvirus in unserem Inneren, aber noch mit voller Kontrolle. Bis es nach einer Zeit in dieser Welt unmessbar wie lange wiederkehrte. Und mit ihm brachte es eine seltsame Form. Eine Art Riss in der Luft. Eine Art Fehler in der Realität. Wie ein fleischgewordenes Plothole. Und das war der Moment, in dem der Virus die Kontrolle übernahm. Es zwang uns drei, den Riss zu durchschreiten. Und er führte uns in eine Höhle in dieser Gegend. Der Virus wollte Zerstörung und wir waren seine Waffe. Aber der Riss war noch zu klein. Dieses Wesen im Riss wollte, dass wir ihm Kraft bringen. Kraft, um die Barriere der Ferndimension schneller zu brechen, als sie es bereits tut. Damit auch Zeta bald diese Welt betreten könnte. Und vor allem es selber. Erzählung von einem fernen Ort. Leer und doch voller Gefahr. Der Riss ist immer noch offen und wächst. Deswegen, wir müssen zurück. Wir müssen wieder in die ferne Dimension und die Bestie stoppen. Aurora müsste dumm sein, um den Ernst und die Gefahr der Lage nicht zu verstehen. Und natürlich würde sie Dakre und Marcello nicht alleine dieser Gefahr überlassen. Weißt du irgendetwas über dieses Monster? Irgendwelche Informationen, die dabei helfen können, das zu stürzen? Wieder dachte ihr Bruder kurz nach. Es hat sich selber als Plot Unbound bezeichnet. Glaube ich. Wirklich geredet hat es nicht und wenn, wirklich nicht deutlich. Und wie gesagt, der Seelenvirus ist ein Teil von ihm. Wenn ich raten müsste vom Namen her, dann ist dieses Monster eine Art Mischwesen aus Plot und Seelenvirus. Eine Fusion zweier gegensätzlicher Kräfte. Zwei der wohl mächtigsten Kräfte. Wenn Marcello tatsächlich recht mit seiner Schätzung hatte, dann würde in der Ferndimension mehr entbrechen als nur ein Kampf um Leben und Tod. Ihr könnt auf jeden Fall auf mich zählen. Ich komme mit euch. So viel habe ich erwartet. Seraora, Monagoras, wie ihr seht, ist mit euch aus. Niemand wird es euch verübeln, wenn ihr nicht mit uns in die Höhle des Löwen springt. Kein Mitglied Team Polana Vatras würde je auf der Grundlage der Meinung anderer handeln. Ihre eigene Moral stand an erster Stelle. Was bringt es uns zu flüchten, wenn das Problem dann zu uns stößt? Natürlich sind wir dabei. Ich mag zwar nicht, dass Monagoras hier für mich mitentscheidet, aber recht hat er. Zufrieden nickte Marcello. Auch wenn Kell nicht mehr hier ist. Team Polana Vatra ist immer noch so stark wie zuvor. Sehr schön. Dann haben wir nur noch einiges an Zeit, also erklärt mir bitte, was in dieser Welt vorgefallen ist. So erzählte Aurora die Geschichte vom Frieden der Welt. Bis einige Stunden später Darkrai wieder eintraf. Doch nicht alleine. Elementara, was tust du hier? Musst du dich nicht um das Turnier kümmern? Um das Turnier kann sich mein restliches Team kümmern. Und das Champion-Duell habe ich verschoben. Nach allem, was Darkrai mir erzählt hat, hat das ja eindeutig Priorität. Außerdem lasse ich ihn nicht noch einmal allein in so eine Gefahr rennen. Zwar hinterfragte Aurora den plötzlichen Meinungswechsel über die Begleitung. Doch beschweren würde sie sich nicht. Gerade in einem Kampf um Leben und Tod würde die Begleitung einer der stärksten Kämpferinnen definitiv hilfreich werden. Und letztlich hatte sie ja auch recht. Das Champion-Duell müsste warten. Die Rettung der Welt war deutlich wichtiger. Also dann, Darkrai Marcello, führt uns zum Riss in der Ferndimension. Kurz blickte Darkrai zum zweiten Schatten in der Gruppe, bevor er nickte. Gut, folgt mir. Einige Minuten war die Gruppe unterwegs. Elementara nutzte die Zeit noch einmal, um die genauen Umstände zu hinterfragen. Dieser Ort, wo wir da gerade waren, war das eine Arena aus Sternen? Wie die, in der du den Autor getroffen hast, Aurora? Nicht nur wie, es ist dieselbe. Der Autor muss sie uns hinterlassen haben. Noch einmal drehte sich die Evoli-Entwicklung um und betrachtete die inzwischen etwas entfernte Arena. Wenn der Autor sie uns wirklich als eine Art Geschenk gegeben hat, dann können wir sie doch bestimmt irgendwie für die Liga nutzen, wenn das hier rum ist, nicht? Die Überlegung machte durchaus Sinn und Aurora hatte sie auch bereits gehabt. Sie entschied sich aber sehr neutral zu bleiben. Nun nutzen wird sie wohl niemand sonst. Wenn dir etwas einfällt, wozu du sie gebrauchen könntest, dann steht es dir wohl frei zu handeln. Etwas rau wandte sich Darkrai um
als er vor einem großen Baum zum Stehen kam. Erst einmal haben wir aber ganz andere Probleme. Das hier geht weit über die Liga hinaus. Vielleicht über Epsilon. Also bitte, den Fokus hierauf. Er wandte sich wieder zum Baum und verschob eine riesige Wurzel, welche von außen ausgesehen hatte, als wäre sie fest im Boden verwachsen. Das große Stück Holz gab nun den Blick auf einen Abgang frei. Dort unten ist es. Langsam, Darkrai an der Spitze, Mashadow am Ende, begab sich die Gruppe als eine Reihe durch den engen Gang. Es war nicht lang, ging nicht tief. Schnell erreichten sie einen kleinen, etwas breiteren Raum. Und ein unglaublicher Anblick bot sich. Es war genau wie Mashadow es beschrieben hatte. Wie ein Riss in der Realität schwebte der eigenartige Riss, welcher den Weg in eine fremde Dimension darstellte. Eine eigenartige Aura ging von ihm aus. Etwas Fremdes. Doch gleichzeitig löste es bekannteste Gefühle in Aurora aus, welche sie nicht einmal zuordnen konnte. Irgendetwas war da. Also hier ist es. Das ist der Grund, weshalb wir in diese Welt zurückkehren konnten. Und jetzt geht's wieder zurück rein. Für einen Moment verstummte der Schatten und nahm einen tiefen Atemzug. Ihr alle wisst, dass ihr vielleicht einen Weg ohne Rückkehr geht, richtig? Offensichtlich war die Frage rhetorisch. Niemand, der Teil dieses Elite-Trupps war, wäre naiv genug, um nicht zu wissen, worauf sie sich einließen. Wir dürfen auch nicht vergessen. Wenn wir Pech haben, wird Plattanbaut nicht unsere einzige Hürde sein. Es könnte Zeta auf uns scheuchen und dieses Mal können wir ihn nicht versiegeln. Ein Kampf gegen eine Übermacht reichte wohl nicht. Mindestens zwei müssten es sein. Was sollte denn noch kommen? Noch ein Treffen mit mir? Die Hürden in der nahen Zukunft waren groß und gleichermaßen unsicher. Aber zumindest, das waren sie ja alle gewohnt. Unvorhersehbare Gefahr. Und dementsprechend bereit war auch Team Polana Watra, Elementara und auch Darkrai. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Alle nacheinander stiegen sie durch den Realitätsriss. Aurora war die Vorletzte, lediglich gefolgt von ihrem Bruder. Und als sie die ferne Dimension erreichte, erwarteten sie dort bereits die anderen und ein unsagbarer Anblick. Als Mashadow ihr erzählt hatte, von einer ewigen Weite wie der Sternhimmel, hatte sie bereits ein deutliches Bild vor Augen gehabt. Ewiges Blau, weiße Punkte, die es alles übersäten. Jedoch war dieser Ort anders. Wahrlich waren es Sterne, wie man sie selten erlebte. Geschwungene Flammen glitten über den Boden, schienen jedoch keine Hitze auszustrahlen. Riesige Feuerkugeln schwebten überall in dem ewigen Schwarz dieses Ortes. Sterne, so nah man es sich nur vorstellen könnte und doch so fern. Und so wurde aus diesem Ort statt den Weiten der Einheit und Entspannung ein nahezu höllisches Schauspiel im Tanz von Flammen und Finsternis. Wo sich Plattanbaut aufhält, wissen wir leider nicht. Und ihr seht, es gibt wenige Orientierungspunkte. Also müssen wir einfach drauf loslaufen und hoffen, dass wir etwas finden? Und wenn nicht, wie kommen wir dann zurück? Die Frage hatte durchaus einen logischen Ansatz. Doch Seraora antwortete, was Aurora auch dachte. Ist das wichtig? Unsere höchste Priorität muss die Rettung der Welt sein. Vermutlich wird sich sowieso ein Weg zeigen, wenn wir siegreich sind. Sicher? Und was, wenn sich dieser Riss einfach schließt und uns alle hier einsperrt? Das große Problem an dieser Frage war, sie war berechtigt. Laut allem, was die Gruppe erfahren hatte, war das Monster wohl der Ursprung des Durchgangs. Wenn es fiel, könnte der einzige Weg schwinden. Wenn das passiert, dann ist es so. Wenn du noch gehen möchtest, dann tu es, aber ich werde kämpfen. Und wenn das hier mein Opfer ist...